Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Windrad 2011. Und jetzt viel Spaß beim folgenden Video. Es ist wahr, die Gegner, sie haben gewonnen. Ja, moin Leute. Ihr hört mich hier weinen wie ein kleines Kind, oder? Nein, ich bin aber kein kleines Kind. Ich bin einfach nur traurig über eine ganz blöde Sache. Die Gegner, sie haben gewonnen. Es gibt zu viele Windkraftgegner auf der Welt und vor allem in Deutschland. Und sie haben gewonnen. Sie reißen nachher all die Windräder ab. Nein, doch nicht die hier, sondern die echten. Sie reißen alles nieder. Sie stoppen die Baustellen und legen sie lahm. Und es ist so verzweifelnd. Die wunderschöne Windkraft. Leute, schämen sollt ihr euch. Ich hab die kapiert. Die Gegner haben gewonnen. Schämen sollt ihr euch, Gegner. Habt ihr gehört? Es ist echt so verzweifelnd. Ich sehe meine heißgeliebten Windräder nur noch auf Minecraft. Ich kann nicht mehr. Es ist so verzweifeln. Die wunderschöne Windkraft. Alle Teile werden niedergerissen. Und wir können sie immerhin noch in Minecraft bewundern. Also seid nicht allzu sehr traurig. Meine Traurigkeit verfliegt auch gerade ein bisschen. Weil ich weiß, dass ich in Minecraft alle Windräder, so gut wie alle, fast alle, okay, vielleicht 1% davon, aber ich habe halt jede Menge Windräder schon nachgebaut und hier die V136, na, und da die E70, E30, E40, E32 bzw. E33. EP3, EP4, sogar auf Gittermast stehen sie hier. Ja, Leute, in Minecraft ist alles drin. Aber in echt? Haben die Gegner gewonnen. Es ist echt zum Verzweifeln. Was kann man da nur tun? Ich habe echt keinen Plan mehr. Das einzig Beste ist, wir bauen in Minecraft so viele Windräder, wie wir können. Wir haben ja auch ganz viele zur Auswahl. Hier die E70. Oder wenn wir mal hier rüber fliegen, dann sehen wir hier schon Teile liegen. Die sollen bald ausgeliefert werden. E40, E126, EP8. Muss ich noch bestätigen, ne? E101, EP3. Ja, die haben wir schon zweimal. E82. Und dann die alten E66er, die ich hier mal gemacht habe, aber die sehen gar nicht wirklich wie die E66 aus, nur so angedeutet. Also, da hätte ich mich mehr anstrengen müssen und statt Wolle hier mal was anderes verwenden müssen. Aber naja, wir wollen mal nicht so sein, das sind schließlich die Ersten. Das war mein allererster Versuch, überhaupt Windräder zu bauen, Freunde. Das kann man mir nicht verübeln. Und von daher, ne, ja, deswegen, hier sind sie ja dann besser geworden. Und ja, Leute, ihr müsst stark sein. Lauft, lauft und bringt diese Gegner um. Wir müssen alle Leute umbringen, die dagegen waren. Und die dann jetzt auch noch gewonnen haben. Oh, ich bin ruiniert. Mein Herz schlug für die Windkraft. Und wenn sie es jetzt nicht mehr gibt, muss ich sterben. Oh nein. Gartenwindmühlenbau ist verloren. Botzendreck nochmal. Nein. Das könnt ihr nicht. Tut mir das nicht an, Gegner! Habt ihr gehört? Schämen sollt ihr euch! Ja, es ist wahr, Freunde. Ich hab's letztens...
Ich hab's letztens mitgekriegt, mir hat's einer auf WhatsApp geschrieben, die Windkraft, sie ist down. Was soll aus dieser Welt nur heute nochmal werden, wenn wir keine Windräder mehr haben? Ehrlich gesagt, ohne Windräder sehe die Landschaft langweilig aus. Und ich meine, Windräder, die werden immer leistungsfähiger, immer größer und besser und... Aber niemand will sie mehr haben. Es ist so verzweifelt, ne? Was soll ich nur aus den heißgeliebten Windrädern machen? Hier die V90, hier eine K110 Kenasys. Das sollte meine E112 werden. Die ist aber noch nicht ganz fertig, aber da bleibe ich von. Die hat ein Kumpel gebaut und ich weiß jetzt nicht direkt, wie er die Flügel vorne baut. Und deswegen, ich bleib davon. Meine Windräder, die ich gebaut habe, sind schließlich all diese hier. Ja. Und die beste und schönste von allen, sogar farblich schönste, finde ich, ist diese Fuhrländer. Warum? Ja, ganz einfach deswegen, weil sie aussieht wie eine Sonnenblume. Seht ihr das? Ja, total kunterbunte Anlage und ja. Die V90 ist noch nicht ganz fertig. Ja. Von daher, ihr müsst stark sein. All diese Windräder werden in echt verschwinden. Nein, doch nicht die hier in Minecraft. Ich meine die echten. Ja, von daher verabschiedet euch schon mal von eurer heißgeliebten Windkraft. Das war's. Schluss, Ende, aus. Es wird sie nicht mehr geben. Die Hersteller, sie machen die Läden dicht. Es wird nichts mehr hergestellt. Grund dafür sind die dämlichen alten Windkraftgegner, die überhaupt nichts drauf haben, die überhaupt keine Ahnung haben, die überhaupt ahnungslos sind und so weiter. Leute, wir müssen sie wegmachen. Diese Gegner gehören auf einen anderen Planeten. Helft mir, sie loszuwerden. Und alles, was wir dagegen tun können, um sie loszuwerden, ist April, April! Ich hab euch sowas von reingelegt. Habt ihr wirklich geglaubt, die Windkraft ist down? Ah, ich hab euch doch nur Seemannsgarn erzählt, Freunde. Na, seid ihr reingefallen? Oder wusstet ihr schon, dass ein April-Scherz daraus wird? Na, schreibt mal in die Kommentare. Natürlich ist die Windkraft nicht down und wir wollen mal hoffen, dass es sie weitergeben wird. Ne? Und ja, ne? Von daher, wir wollen mal hoffen, dass es sie weitergeben wird. Und davon mal abgesehen, ne? Und ja, ne? Natürlich gibt es die Windkraft, Freunde. Ich hab euch nur reingelegt. Ja, dann sag ich mal Tschüss für dieses kurze Video und schreibt mal in die Kommentare, ob ihr es geglaubt habt. Ja, von daher, ne? Aber selbst wenn die Windkraft mal weg ist, in Minecraft. Hier seht ihr es. Ihr könnt die Windräder in Minecraft weiterbauen. Minecraft ist ein Spiel der Fantasie. Hier könnt ihr eure Fantasie mal durchgehen lassen mit euch und alles bauen, was ihr wollt. Es sind euch keine Grenzen gesetzt, außer vielleicht die Bauhöhe. Ne? Die endgültige Bauhöhe beträgt, meine ich, 256 Blöcke oder was? Aber die, selbst die kann man erweitern. Das heißt, die endgültige Bauhöhe erhöhen auf 500 Blöcke oder irgendwie so. Dann könnt ihr deutlich größere Windräder zum Beispiel bauen oder deutlich größere andere Bauwerke. Das ist dann euch überlassen. Aber wie gesagt, April, April. Die Windkraft ist natürlich nicht down. Na, habt ihr es geglaubt? Na dann, Freunde. Ich verabschiede mich mal und mit einem Grinsen im Gesicht, weil ich weiß, dass ich euch zumindest ein paar von euch reingelegt haben könnte. Und ja, wir verabschieden uns dann mal wieder, ne?
Tschüssikowski, sagt Winter 2011. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.